Scheiß drauf. Elektrizität ist meine Stärke. Eine Herausforderung von Rocker Xaver. Voltoball wird eingesetzt. Ja. Sendo! Hau rein! Benutzen wir mal ein Trunk. Schaufler. Bist du ein Mondstein? Ja. Ein Nidoran. Ja, der will von mir einen Mondstein schnorren. Nichts da, mein Freund. Nichts da! Den kriegst du nicht. Lecker reicht Level 28. Eisen. Man weiß nie, was der nächste Fang sein wird. Na, wenn du meine Angel angelst, dann... Ja, genau das da. Nur Carpados. Ich habe verloren. Oh, nächster Encounter. Unser Encounter hier wird ein Blutzug sein. Ich habe alles ein bisschen vorgespult, damit wir den Lauf zurück zum Pokémon Center und sparen und diesen Fang. Blutzug ist nichts Besonderes. Ich habe in einer Höhle Carbon gefunden. Jetzt tune ein Auto damit. Du freches Gör. Ah ne, bist eine Picknickerin. Goldini, Goldini. Nachtnebel. Nassmacher. Juckt mich nicht. Und der nächste, der mein Opfer sein möchte. Finsterfaust. Und haben wir Sepa weg. Okay. Ich habe kein Auto zum Tunen. Ja, das passt ja wie auf Faust aufs Auge, dass ich ihn trainiere. Aber das wird ein Elektroman sein. Deswegen nehmen wir Biocore. Oh, Vogel. Vögel. Kluge Entscheidung, Eddie. Vogelfänger, Eimer, setzt Taubsi ein. Ja, meine Freunde, ich habe mir überlegt, als Strafe esse ich Wasabi-Chips. Oder Nüsse, wie auch immer. Wasabi. Ich dachte, meine Strafe wären Wasabi-Chips, ne? So eine coole Idee. Aber die sind echt mild und sind auch sehr lecker. Also kommt das eher nicht einer Strafe gleich. Aber die haben die Farbe von grün wie Bisa. Dann ist das einfach so ein Ehrending. Die meisten Gegner, die ich hier herausfordere, sind keine Herausforderung. Und deswegen spule ich vor. Gestern sind wir einen ganz großen Schritt näher gekommen. Wow, deine Ohren sind super cool. Ich und meine Frau haben gestern beim Notar alle möglichen Papiere unterschrieben für unseren Hausbau. Ja, jetzt habe ich den Vertrag unterzeichnet und komme nie wieder raus.
Es liegt an euch, meine Schulden mir so angenehm wie möglich zu gestalten. So langsam rüsten meine Gegner auf und ich begegne immer mehr Gegner mit entwickelten Pokémon. Da-da-da-da-da-da-da. Meine Vogel-Pokémon begleiten mich immer! Mann, ey. Fritz! Ah, come on. Fensterfaust! Ah, scheiße. Das war dumm. Los, Fratz! Hyperzahn! Und den nächsten! Wegsnacken! Den Habitag wegsnacken! Oh, Nibitag! Guten Tag, Ibitag! Uiuiuiuiuiui. Ah, so langsam kommen endentwickelte Pokémon als Gegner. Bin unterwegs und habe Rückenwind. Noch so ein Vogel-Pokémon-Trainer. Ist gar nicht so vernünftig mit mir. Sprachen lernen, Bubble. Mit Sazenia zu leaden. Habe ich schon erwähnt, dass ich Sando liebe? Dieser Tank hält viel aus und kann gut austeilen. Wie die Nutzlocke, perfekt. Was schaust du so dumm aus der Wäsche? Darauf trinke ich ein. Erstes Smogon. Zweites Smogon. Scheiße. Ich hoffe, die setzen kein Finale ein. Alpollo, du bist dran. Ich habe aus meinen Fehlern gelernt, ne? Erst beim dritten Smogon wechsle ich ein. Nachtnebel. Und den nächsten Nachtnebel. Ja, komm. Das hätte doch reichen müssen. Zack. Wegbisse. Damit Pokémon starke Attacken erlernen, muss man Tam einsetzen. Sehr interessant, diese Aussage, sehr interessant. Ja, ja, Freunde, es ist ein ziemlich weiter Weg nach Fuchsania City. Und neben Prismania City ist der zweite, andere Weg zu Fuchsania. Und den nächsten. Und den nächsten. And another one. Oh. Ah, come on. Den werde ich wegen der Route und wegen der Vollständigkeit für das Spiel auch begehen. Ich nehme jeden Trainer mit, den ich kriegen kann. Nee, 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 nee. Ja, ich habe zwei Projekte, die ich demnächst im Angriff nehmen möchte, aber ich möchte da ein bisschen was ausarbeiten. Damit das bisschen besonders, also bisschen nach was aussieht halt, ne? Nicht einfach vor der Kamera stehen und erzählen. Sondern ein paar nachgestellte Szenen quasi reinfügen. Oh Mann, ey. Ja, kurz zum Pokémon Center und zurück. Das eine handelt um meine Geschichten, wie ich Pokémon kennengelernt habe oder zum Beispiel Digimon oder vieles andere, auch was vom Leben. Enke, lass es uns wirklich zusammen versuchen. Was versuchen? Oh, süße Zwillinge. Oh, was für ein Duo. Aquavelle auf ihn und mit dir machen wir den Nachtnebel auf Shiggy. Level 33. Das andere Projekt wiederum soll mit Schwert und Schild sein. Da möchte ich ein kleines Turnier abhalten und dem Gewinner auch was gönnen. Fensterfaust!
Oh, hat das wenig abgezogen. Das ist immerhin besser. Da muss ich leider auch sehr viele Pokémon Battle Ready erstmal machen. Los, los, lass uns kämpfen. Auf in den Kampf. Let it rip. Darius? Raus an Derek. Verfolgung! Verfolgung! Ja, ist ja gut. Zerschneider! Zerteil diesen Schleim! Wie ihr seht, gehe ich hoch gleich zum Gras. Aber in dieser Route habe ich schon mal ein Encounter und es war halt Blutzuck. Hey Kitty, lass uns kämpfen! Bla! Ein Russe auf seinem Fahrrad. Schon wieder Smogon. Lecker! It's your turn! Die Kämpfe sind echt nicht spannend, weil die sind halt für mich zu einfach, ne? Einmal kurz in der Bedrohung, aber sonst souverän am Durchkommen. Ich würde es euch gar nicht übel nehmen, wenn ihr dieses Video nebenbei nur laufen lässt und mir einfach zuhört. Aber was gibt's noch in meinem Leben zu erzählen? Ein Kollege von mir wollte sich auf eine andere Stelle intern bei unserer Firma bewerben. Heute hat er ein Gespräch bekommen. Aber leider wurde abgelehnt. Grüße gehen raus. Falls du gucken solltest. Ich wäre sehr traurig gewesen, hätte er die Stelle bekommen. Aber ich hätte mich auch für ihn gefreut, natürlich. Nur so einen Bro wie ihn findet man nicht leicht in der Firma. Ich hatte zwar noch einen anderen gehabt, aber... ja, wir haben uns... ziemlich heftig auseinandergesetzt. Und mit ihm war das noch nie der Fall. Du siehst Lampfrom aus. Dann habe ich eine Chance. Lampfrom. Säure! Was zur Hölle, ey. Raichu! Haben wir auch weg mit Säure. Aua. Ja, Smefra muss nachziehen. Das ist jetzt momentan mein schwächstes Pokémon. Du bist perfekt! Hilfst du mir, meinen kleinen Bruder zu trainieren? Ja, natürlich. Wow. Eine Herausforderung von Mühlensippe. Nocturne und Kikli werden eingesetzt. Bam. Ja, das ist ein guter Dings da, ne? Guter Fred. Windstoß! Ne, Konfusion? Windstoß? Ah, Windstoß eigentlich. Oh, ich kann Schlafpuder umarmen. Ah, komm. Wir schläfern dich ein. Und dich. Beide sind eingeschläfert. Konfusion. Traumfresser. Was war das denn? Darauf ein Wasabi-Chip. Wir neigen uns dem Ende zu. Vergiss nicht, ein Like zu geben, zu abonnieren und bei jeder nächsten Folge dabei zu sein. Kuss auf die Nuss.
Oh, hey! Schreck zurück! Geile Sache, Fratzi! Geile Sache! Das sind doch Werte. Verteidigung ist Müll und Spätsangriff auch, aber sonst... Wenn ich pfeife, kann ich Vogel-Pokémon herbeirufen. Herzlichen Glückwunsch. Ging daneben! Ah, und den nächsten. Weggesnackt. Kein Problem. Möchtest du mit meinem Pokémon spielen? Nee, danke. Das möchte ich nicht. Ich möchte sie zerfetzen. Los geht's. Ah, und den nächsten weg. Oh. Das defensive Pokémon. Tangela. Oh, das ist jetzt nicht schön. Und weiter geht's. Fuchsania City, endlich! Oh, war die Route lang und nervig. Oh, schöne Melodie. Ja, hier beende ich's und sorry, dass die Folge etwas später kommt, aber ich hoffe, die kommt noch an diesem Tag. Bis zum nächsten Samstag.